Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil Alter Sack zockt Subnautica. Im letzten Teil waren wir auf der Suche nach, ja, nicht Rohmaterialien, sondern Bauplänen. Und genau da machen wir jetzt weiter. Wir sind hier runtergetaucht. Oh, was ist das? Ich hoffe, er ist uns wohlgesonnen. Und irgendwo hier, da, haben wir noch so ein Ding gesehen. Energietransmitter. Ja, wie geil ist das denn? Weiter. So viel Sauerstoff haben wir auch nicht, dass wir hier rumdüseln könnten. Was ist das? Quallenroch. Wir haben im letzten Teil unter anderem auch Andockbuchtfragment. Dann haben wir noch eins davon. Ja, wie feist. 2 von 4. Also der hat uns jetzt noch nichts... ganz fix, ganz fix. Sonst endet nämlich das Spiel schneller, als es begonnen hat. Uiuiuiui. Naja, ihr kennt mich ja. Keine 10 Minuten am Spielen und schon 4 Tode gestorben. Ja, mal ganz easy. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Haben wir ein Fischli, das wir essen können? Wir haben eins gefangen. So. Luft haben wir. Runter. Weil da waren noch Fragmente. Wir halten uns jetzt nicht lange auf. Wir haben noch Batterien. Und wir haben den Schneid. Und wir haben einen Quallenrochen entdeckt. Boah. Ich sehe direkt noch 2 Dinger, die wir scannen können. Energietransmitterfragment. Das heißt, wir haben es zusammen. Wir haben das Transmitter... Boah. 204 Meter. Ja gut, das gibt jetzt nur noch... Titan. Da sind unsere Quallenrochen. Wow, ein... was auch immer für ein Korallenpilzwald. Auftauchen, aber fix. So, mal eben die Batterie ausgetauscht. Ist das heftig. Also dieser Tauchgang ist anscheinend doch ein bisschen von Erfolg gekrönt. Also wie eben, glaube ich, kurz erwähnt, wir haben auch Koordinaten gefunden hier, geologische Formation. Wir haben jetzt in den Bauplänen einen Energietransmitter, erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Zyklop-Brückenblaupause, Pläne für den Bau eines Zyklopen. Aha. Okay. Ja, hier die Motte, da habe ich Bock drauf. Aber ich denke, die benutzen wir mehr, um zwischen unseren Stationen hin und her zu fahren. Gut, tief durchatmen. Und ab in die Tiefe. Zu diesen komischen Korallenpilzwäldern. Was auch immer das ist. Ah, über 100 Meter, eben 200 Meter. Das ist ja der Hammer. Wir können ja gar kein Mensch sein. Kein Mensch kann aus 200 Metern so schnell auftauchen. Scanraumfragment. Warum kann ich das nicht scannen? Das gibt's doch nicht. Ich kann das Scanraumfragment nicht scannen. Ich werd verrückt. Haben wir noch eine Boje? Denn wir brauchen Luft. Was ist denn ein Scanraum? Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Und warum konnte ich den jetzt gerade nicht scannen? Fragen über Fragen, die uns natürlich mal wieder nicht beantwortet werden. Na, vielleicht doch. Mal schauen. Aber erstmal tief durchatmen an der Wasseroberfläche. Und wieder runter. Ach cool, das ist auch die letzte Position, Boje. Ganz ehrlich, wenn ich den jetzt nicht gescannt kriege, schippern wir langsam natürlich, klar, wieder in Richtung Heimat. Aber dann lasse ich die Boje auch genau da, wo sie ist. Also die Scan-Bewegung macht er, aber er scannt es nicht. Ey, das finde ich aber jetzt... Also eben noch euphorisches Hoch
Weil unsere Tauchgänge belohnt werden? Aha, Andockbuchtfragment. Damit haben wir die, glaube ich, auch fertig, oder? Nee, eins fehlt uns noch. Den tauchen wir jetzt einfach mal auf. Ich glaube ja nicht, dass das nächste Fragment auch hier liegt, aber Fragmente werden hier wohl noch liegen. Hoffe ich mal. Wie viele Batterien haben wir noch? Zwei Stück. Ach. Das reicht noch. Ich sollte aber auch auftauchen. Und nicht trödeln. Gut, wieder runter. Ja, die letzte Postboje lasse ich genau da. Also das ist... Was auch immer das ist. Frechheit, Dummheit, Gemeinheit. Baumpilz können wir sogar scannen. Vor lauter... Ich suche Kistchen-Scannung. Habe ich ganz vergessen, mich hier so ein bisschen um die Einheimischen zu kümmern. Aber die letzte Postboje nennen wir dann um, sonst haben wir nachher zwei. So, auftauchen. Und dann kurz zur Boje, die umbenennen und auf nach Hause. Wo ist sie? Da unten ist sie. Und direkt wieder fast 200 Meter gleich. Das ist schon echt heftig. Ich hoffe einfach mal, dass das Fragment hier liegen bleibt. So, und auftauchen. Ups. Kopf gestoßen. Was meinen die mit geologischer Formation? Auch wieder eine gute Frage. Fragen über Fragen. Wuha. Ein bisschen Platz haben wir noch. Davon können wir ruhig mal einen nehmen und das Trinken können wir auch. Ich wollte damit nur überspielen, dass ich wieder zu fix gedrückt habe. Wir müssen in die Richtung, aber ich glaube, wir tauchen dann hier auch noch ein bisschen ab. Und da hier gerade die Einblendung kommt, Energieversorgung wiederhergestellt, heißt das für uns, dass der Tag wieder anbricht. Baumegel. Oh. Gut. Auftauchen. Aber schleunigst. Ganz, ganz fix, fix. 30 seconds of oxygen remaining. 32 Energien. Wir haben noch zwei Batterien. Weiter geht's. Warte mal. Position bestimmen. Los. Ja, jetzt können wir auch noch einen Schluck Nuka-Kaffee trinken. Und schon wieder über 100 Meter tief. Das ist wirklich ein Hammer. Die geologische Formation ist 2000 Meter entfernt. Die schauen wir uns aber erst an. Da! Andockbuchtfragment. Wir haben jetzt, glaube ich, vier zusammen. Yippie-ay-ay, Schweinebacke. New blueprint acquired.
Wie geil ist das? Was war das? Lithium? Nee, Salz sammle ich jetzt nicht mehr. Egal. Oh, oh. Scannerraumfragment. Also, jetzt komme ich mir so ein bisschen, aber nur so ein ganz kleines bisschen, verarscht vor. Der allergrößte Mist ist, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, jetzt noch aufzutauchen. 4, 3, ja! Meine Fresse! Ich bin aber auch ein Tölpel. Dass ich solche Risiken überhaupt eingehe. Auf der anderen Seite, hey, boah, unfair. Schon wieder ein Scannerraumfragment. Warum können wir dieses Scannerraumfragment... Hier ist irgendwo ein Kollege unterwegs. Cooler Kollege. Warum können wir dieses Scannerraumfragment nicht scannen? Bin ich doch jetzt not amused. Ich meine, ist ja schon in Ordnung, aber... I'm not amused, ganz ehrlich. Machen sie einen heiß? Legen da so ein Böckschen hin? Mit der Aufschrift Scannerraum? Und dann? Lassen sie einen doof aus der Wäsche gucken. Und das tue ich jetzt gerade wirklich. Das ist schön hier. Oh! Ja, super, du Hosenbeißer. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, das macht uns jetzt diesmal keinen Stress. Nach dem, was wir hinter uns haben. Richtig feiste Sachen. Klar, es ist eine andere Frage, ob wir wirklich was damit anfangen können. Die Andockbucht und so. Aber eventuell benötigen wir die, wenn wir dann irgendwann mal eine riesige U-Boot-Flotte haben, so. Mit Schiffen und U-Booten als Flotte. Eine flotte U-Boot-Flotte. Welcome aboard, Captain. Captain. Oh, guck mal hier. Haben wir denn noch Platz für Captain's Drink? Haben wir. Feister Mist, ihr Lieben. Salz können wir lagern. Haben wir Edelmetall eingesammelt? Ja gut, wir könnten Lithium als Edelmetall laufen lassen. In den Schrank käme Schrankiges, aber so Schrankiges haben wir zurzeit nicht. Bio haben wir gar nicht gesammelt. Dem Wort Bio fällt mir ein, dass wir eventuell was essen könnten. Da wir aber nichts zu essen da haben, sollte der alte Diefuhl mal über die Türe gehen und ein, zwei Fischilis fangen. Dafür rentiert sich dann der zweite Titanschrank. Schön. Ah, das ist Romantik pur. Wie, direkt noch eine? Was geht denn hier ab? Aber da steht doch nur 6%. Ja gut, wenn die da ist, ist die da. Dann gehen wir uns unser Frühstück fangen. Tja, nicht so einfach. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Wow. Ausgerechnet, wo so explodierende Vollpfosten hinter mir her sind, muss mir der Strom ausgehen. Aber dafür haben wir jetzt Kracherpulver wieder. Oh, hat mir kein Kracherpulver gegeben. Hast du denn noch Kracherpulver? Auch nicht. Gut. Und noch ein bisschen Sauerstoff, also können wir hier noch ein bisschen Fische jagen gehen. Sind die Fische jetzt alle ausgestorben? Gab es eine Katastrophe, von der wir nichts mitbekommen haben? Und die sind jetzt alle tot? Das war aber schade, oder? Hier sind direkt zwei Luftforellen auf einer Ecke. Das ist ja auch heftig. Das ist ja auch heftig. Gut.
Einer der ausgestorbenen Fische. So. Ein blödes Kaninchen rochen, Ei will keiner. Solange ich nicht weiß, was wir mit den Bopper Boppers machen, besorge ich mir da jetzt auch keine großartigen mehr. Die hängen aber immer an so Steinen. Was natürlich meine Vermutung nahelegt, dass man wirklich damit eventuell Sachen anheben kann. Komm, Blubber. Das sind halt Momente, die man nicht so häufig erlebt. Ja, da uns ja jetzt auch schon gesagt wurde, dass wir Kaloriendefizit haben, sollten wir so langsam mit unseren mannigfaltig gefangenen Fischen, 2 Stück, also langsam auf die Heimreise begeben und unser Frühstück zu uns nehmen. Wir können ja dann nochmal eine kleine Frühstücksfangrunde machen. Oh, wenigstens kein blödsinniges Welcome on board, Captain. Also ich bin wirklich hin und weg. Und etwas traurig darüber, dass wir diesen Scannerraum nicht nutzen durften. Das ist wirklich schade. Nicht mal mit dem schnellen Gleiter kriege ich die Fische gefangen. Ich bin einfach zu dumm dafür. Ich bin einfach viel zu blöd, dafür einen Fisch zu fangen. Aber Fische sind cool. Die leben schließlich in kaltem Wasser. Das sind coole Fische. Außenstation, geologische Formation. Sollen wir uns die mal angucken gehen? Die geologische Formation. Ich meine, Batterien haben wir noch. Sind ja nur 1000 Meter. Eventuell sammeln wir doch noch ein paar interessante Sachen. Außerdem bietet sich das an, hier mal kurz einen Zwischenstopp einzulegen. Ein wenig Luft tanken, wenn die Koralle Luft produziert. Tut sie, vielen Dank. Und dann mal hier an diesem Riff vorbei. Komm, Korallchen, bitte. Mal schauen, dass wir da in die Richtung der geologischen Formation kommen. Danke. Und auf geht's. Das sind diese Pieker. Oder Spieker oder Pieker. Die tun weh. Du bist ein Blasenfisch, du bist cool. Irgendein Kreaturenei. Eine Luftkoralle, sehr schön. Manchmal frage ich mich, ob man die dazu auffordern muss. Fliegen wir jetzt hier durch. Na komm, diesen Lahmen. Den werde ich wohl doch. Ist klar.
Wir gehen ja schon. Ich wollte gar nichts machen. Der ist so schnell wie wir, der Sack. Wow. Wow. Wo habe ich uns hier hin verschlagen? Ist ja nicht so, dass wir recht tief sind und ziemlich wenig Luft haben. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Ich habe nicht die Hoffnung, dass wir das überleben. Ich habe wirklich nicht die Hoffnung, dass wir das überleben. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Oh. Scheibenkleister, wir haben das doch tatsächlich überlebt. Das glaubt uns keiner. Boah, sofort mal ein bisschen was für unsere gute Seite tun und das auch nochmal speichern, damit wir nicht... Boah. Boah. Heidanei. Nun gut. Das war ja jetzt auch krass. Hätte ich eine Boje dabei, hätte ich hier eine Boje gesetzt, weil das war ja jetzt wohl wirklich feist, oder? Diese riesigen komischen Quallen da unter Wasser, diese Medusen. Boah, hier gibt es aber ein paar Beißer. Die finde ich nicht so toll. Trotzdem. Hier gibt es sehr oft Silber, wollte ich gerade sagen. Das habe ich noch nie gesehen. Deswegen nehmen wir es auch mal mit. Wir tauchen mal eben auf, holen Luft. Nicht, dass mit der geologischen Formation die Insel gemeint ist. Denn genau genommen ist doch eine Insel eine geologische Formation, oder nicht? Nur das wird uns doch etwas tiefer angezeigt. Von daher... Wir haben noch 20% Energie. Was gibt's denn hier? Bevor wir noch tiefer gehen, müssen wir auf jeden Fall Luft holen. Oh, das sah von weitem so aus wie eine Geode. Da ist aber noch ein. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, ich beeile mich ja schon. Heidanei, eben fast ertrunken. Aber es hat sich gelohnt, also es war kurz, aber intensiv, der Trip dahin jetzt. Ja, ja, man sieht die Insel von hier aus schon. Es sieht zum Glück nicht so aus, als ob die geologische Formation 600 Meter unter Meeresspiegel wäre. Sondern einfach nur, dass sie noch ein bisschen entfernt ist und dann ungefähr bei 100 Metern Tiefe liegt. Zumindest habe ich die Hoffnung. Wie viele Batterien haben wir denn noch? Nur noch diese, die hier drin ist. Wo ist unsere Außenstation? Mhm. Ah, wieder so ein knappes Spiel. Ah. Ja, aber die ist bei ungefähr 180 Metern Tiefe. Ach, wir sind hier unter der Insel. Das ist ja auch krass. Caution.
30 seconds of oxygen remaining. Wir sollten dann auch auf jeden Fall schauen, dass wir noch Säurepilz einpacken, wenn wir einen finden. Denn wir haben keinen dabei. Das heißt nämlich dann auch, dass wir keine Batterie bauen können. Die ist tiefer als 100 Meter. Seht ihr das? Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber eventuell bekommen wir Aufschluss über diese komischen lila Bälle, die hier unter Wasser sind. 74% Energie. Nee, ich denke, diese geologische Formation, die wird irgendwann mal erforscht, aber nicht jetzt. Schade. Denn so wie das aussieht, ist die hier, ja, locker mal 200 Meter unter uns. Aber ich hatte Interesse an diesen Wellen hier. Ich kann sie im Moment nicht entdecken. Und viel tiefer will ich eigentlich auch nicht. Also schnappen wir uns hier den ersten Ball, scannen ihn und verpissen uns. 200 Meter. Wir können den gar nicht scannen. Wieder mal. Heidewitzke. Ja. Das hat keinen Sinn. Den Aufstieg machen wir auch direkt in Richtung Außenstation. Heidewitzka, ihr Lieben. Meine Güte, was dieses Spiel für einen bereithält, ist schon echt der Hammer. Also ich freue mich wirklich darauf, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Mit allen Funktionen und so. Was hier noch so passieren wird. Ich meine, mal abgesehen von diesen ganzen Fragen, die sich so auftun. Gehören wir zu diesem Volk und so. Das ist echt der Hammer. Ja gut, auf dem Weg zur Außenstation werden wir so schnell nichts finden. Das hatten wir ja schon entdeckt, dass das eine ziemlich tiefe Gegend ist. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob wir nicht eventuell mal eben auf der Insel einen Halt einwerfen, einlegen. Dort ein, zwei Sachen für unser Beet sammeln. Und das dann eventuell in unserem Beet anbauen. Ich schalte mir eben das Ding ab und wir schwimmen mal ein bisschen. Ich glaube, das machen wir. Weil der Strand ist hier. Eventuell schauen wir uns dann auch noch ein wenig in der Gegend von dieser Basis um. Ja, so machen wir das. Ah. Mit diesen Impressionen eines leuchtenden Waldes und irgendetwas Fliegendem da oben. Da oben. Ja, genau da. Verabschiede ich mich von euch. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, für euch war es wenigstens ein wenig so spannend wie für mich jetzt. Also wirklich, das war der Hammer. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch das Allerliebste, Allerbeste, Allerschönste. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, euer John Defoe.